Ein Bild der Zerstörung auf der Raststätte Wildeshausen an der A1 Richtung Bremen. Nach Angaben der Polizei raste dort am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr ein Transporter mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines Lastwagens. Der LKW aus Litauen parkte mangels ausreichender Stellflächen im Zufahrtsbereich. Die Fahrerkabine des Transporters wurde durch den schweren Aufprall vollkommen zerstört. Als die Streife vor Ort war, stellte die fest, der Fahrzeugführer des verursachenden Fahrzeugs, der Kleintransporter, war nicht mehr vor Ort. Am Fahrzeug, trotz der immensen Beschädigung, konnten bisher keine Verletzungsspuren gefunden werden. Derzeit suchen wir mit mehreren Kollegen, Hundeführern und Hubschraubern nach der Person, weil ja nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie auch verletzt ist. Wie die Polizei auf Anfrage von NWZ Online mitteilte, wurde der Fahrer letztendlich um 3.56 Uhr auf der Wildeshauser Straße in Dötling von einer Streife aufgegriffen. Der 26-jährige Deutsche war unverletzt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Behörden in Sachen Fluchtgrund laufen.